Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu unserem Abenteuer zusammen mit Elinski! Hi! Ach, da bist du, Hallöchen, Hallöchen! Hallo! Wir sind hier wieder in unserem Skyblock-Abenteuer und rasen ganz, 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 ganz schnell auf das große Finale zu. Und zwar heutige Mission ist es, wir müssen unsere Lieblingskuh Frieda retten. Jetzt endlich mal, die bounced hier immer noch rum. Hallöchen, Frieda. Also die retten wir heute auf jeden Fall. Außerdem habe ich ganz, 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 ganz nice Kommentare gelesen. Und zwar Tipp Nummer 1, den ich gelesen habe, das mache ich hier auch mal sofort, war, wir sollen diese Feuerwerksraketen, die ich in der Kiste gefunden habe, sollen wir verwenden, um uns mit der Elytra boosten zu können. Aber ich habe schon in einem kleinen Probedurchlauf alles verbraten, deswegen muss ich eine neue craften. Nee, es geht andersrum, ne? Genau, Leute. Zack und zack. Ja, neu. Ja, ich würde sagen, das reicht hier, oder? Ja, die kann man gar nicht stacken. Na gut, das reicht, Leute. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Ich mache mal einen Probedurchlauf. Aber ich garantiere für nichts, Leute. Das kann jetzt hier auch sehr schnell die Hose gehen. Oh, deswegen würde ich sagen. Hast du noch ein Inventar? Ich sichere alles hier sicherheitshalber mal. Also, nur die Elytra habe ich, auf die höchste Leute. Insel, die es gibt. Jetzt geht's ab, Alter. Was ist denn die höchste Insel? Die Eisinsel. Aber die ist nicht ausgeleuchtet, Elina. Das könnte jetzt. Könnte jetzt prekär werden. Das könnte ganz schön schwierig werden. Da sind auch schon Monster. Nee, nee, nee. Auf die Insel gehe ich lieber nicht. Wir gehen auf die Magma-Insel. Die ist auch ziemlich hoch. Da bin ich. Hi. Hallo, Linsky. Hier brennt's. Ich weiß. Oh, hey. Hier brennt's so doll, weil ich so doll arbeite. Ja, ja, das stimmt. Da hast du, glaube ich, recht. So, wir haben die Elytra ausgerüstet. Wir haben die Raketen. Und Elina, du musst gucken. Guck so. Bin bereit. Let's go! Hui! Wow! Alter, guck, wie schnell ich bin! Wow. Also, wenn man halt runterfällt, könnte man sich damit retten. Aber es ist ziemlich schwer zu steuern! Oh nein, oh Gott. Und jetzt, oh Gott, nein, wieder nicht getroffen! Also, ich habe nicht unendlich Raketen. Ich hoffe, ey, das ist fast unmöglich, hier zu landen. Wo bist du denn? Wo bist du denn? So, warte, ich lasse mich jetzt hier einfach runterfallen. Überlebe ich das? Oh. Nein! Oh. Die ist irgendwas die runtergefallen. Elytra. Nee, nee, aber die Elytra zum Glück nicht. Die ist hier gelandet. Ich habe sie genau gesehen. Hier. Ach, gut. Also, wie ihr seht, das funktioniert zwar theoretisch, aber praktisch ist das ziemlich schwer zu landen. Egal, aber wir haben es auf jeden Fall mal getestet. Ziemlich gut. Ich würde sagen, wir nehmen hier auch dieses Wiederbelebungstote-Mal sicherheitshalber, Leute. Und vielleicht noch hier diesen Team Rot Lederkappe, denn wir sind ja nach wie vor Team Rot. Und ich habe hier die Items gesichert. Genau. So, einen zweiten Tipp habe ich gelesen, der war auch ziemlich praktisch. Und zwar, bevor wir diesen Tipp umsetzen, werde ich mir erstmal neue Cobblestone-Generatoren kaufen. Wir können nämlich vier können wir kaufen. Fast. Ja, okay, Leute, das heißt, wir gehen mal hier dick shoppen. Ist das? Nee, hier, Cobblestone. 1. 2. 3. Okay, erstmal nur 3. Denn je mehr wir davon haben, desto schneller kommen wir ins Finale. Und das ist ja unser Ziel. Wir brauchen noch ungefähr 6000 bis zur vorletzten Insel. Da wir für diese neue Cobblestone-Anlage aber jede Menge Lava brauchen, ist es jetzt an der Zeit, Frieda Friedhausen zu retten. Okay, wir gehen hier ganz langsam nach unten und graben hier erstmal so. Wie tief ist denn Frieda? So, oder? Das reicht ja easy. So, okay. Kurz Luft holen. Jawohl. Und jetzt bauen wir uns hier, zack, zack und landen hier. Jawohl. Ist das tief genug? Ne, wir müssen eins weiter nach unten, ne? Wartet mal, Leute, das war eins zu hoch. Okay, wir brauchen einen Weg. Würde ich sagen, hier, hier und hier. Zack. So, jetzt haben wir hier den Weg zur Frieda. So und let's go, Leute, zack. So. Und so, hallo Frieda. Frieda steht schon wieder fast. Ja? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier Unsinn mache. Auch von oben. Yeah, ich hab Frieda. Nein, Frieda, mach keinen Unsinn. Mach keinen Stress, Frieda. Ich sag dir das, du. Wir haben hier echt eine Menge erledigt, damit wir dich hier retten können. So, okay. Wir bauen ihr jetzt hier ein kleines Gehege. Was hast du da eigentlich auf dem Kopf? Ich? Einen roten Lederhelm. Ach so. So, Frieda kriegt hier schön Platz. VIP-Platz. So. Ja, VIP. Also, ich brauche mir da ein bisschen Gras. Sie hat nichts zum Essen hier. Habe ich Erde gerade? Nee. Okay, warte. Wir müssen mal ganz kurz noch was zum Essen besorgen hier für Frieda.
Elina übernimmt jetzt den Job, dass sie eine Gras- bzw. Erdebahn von da oben bis hier nach unten baut, damit die gute Frieda auch Gras zum Essen hat in ihrem Gehege. Okay. So, das wird natürlich ein bisschen dauern, aber ne, alles ist besser, als in der Luft zu hängen. So, ich baue jetzt das Teil hier ab. So, ab, Frieda, du bist in Freiheit. Jawohl, Frieda, wir haben sie erfolgreich gerettet. Okay, die Leine nehme ich aber, kann ich die von hier oben einsammeln? Rück raus, das Ding! Kommen wir zur eigentlichen Mission. Und zwar aber am besten nicht mit Holz. Wenn wir alles so viel hätten wie Holz, ey. Ich brauche Stein ist gut und Sand ist auch okay. So, Holz ist, ja. Ich meine, ich will ja keine brennende Cobblestone-Farm aus Holz bauen. Okay, let's go, Leute. Jetzt bauen wir die nächsten Cobblestone-Generatoren. Wir haben auch schon wieder 2400... Wieso bist du gestorben? Ich hatte Hunger. Wir haben auch schon wieder 2700 angesammelt. Das heißt, wir können hier jetzt schon wieder so einen Vierfach-Generator bauen. Jetzt generieren wir 16. Oder erst mal gucken. Oh, Elina, hör mal bitte kurz auf, Sachen einzusammeln. Oh, Entschuldigung. Okay. 85 zu... 1, genau, 16 Cobblestone pro Sekunde, weil wir 16 Automaten haben. Hier 4, dann da unten nochmal einen, dann hier 4 und dort nochmal 3 und nochmal 4, glaube ich, wenn ich jetzt keinen vergessen habe. Schauen wir mal, ob das Gras sich verbreitet für Frieda. Ist das hier schon gewandert? Ich glaube, das ist dein Weg, Elina. Ich glaube, das Gras ist schon ein bisschen lang gewandert hier. Warte, ich gucke. Guck mal, Elina, hier ist das Gras, hier. Warte, ich bin nicht so schnell, ich habe Hunger. ja, ein bisschen ist es gewandert, auf jeden Fall. Ja, okay, das heißt, Frieda bekommt da auch bald ihr Essen. Okay, da sind wir auch schon genau richtig bei den Schafen. Ich habe einen Tipp gelesen von, hast du die geschert? Nein. Ja, manche haben kein Fell. Auf jeden Fall habe ich gelesen, beziehungsweise, ja, ihr habt das in den Kommentar geschrieben, dort habe ich es gelesen, dass man, je nachdem mit welchem Erz man die füttert, die dieses Erz dann bekommen. Und das wäre ziemlich heftig, weil wir haben ja 4 Smaragde und Smaragdblöcke geben übelst viel Cobblestone. Das heißt, wenn wir die jetzt... Smaragdblöcke geben übelst viel Cobblestone? Ja. Auf der einen Insel sind mega viele Smaragde. Die brauchen wir alle. Wenn wir die jetzt mit Smaragden füttern, Leute, wären die dann zu Smaragdschafis? Vielleicht sollten wir eine extra so Elite-Farm machen für Smaragdschafe. Ich muss auch ehrlich sagen, dass die hier ein bisschen wenig Platz haben, Leute. Ich würde sagen, wir erweitern das Ganze hier mal ein bisschen. Das habt ihr nämlich auch in die Kommentare geschrieben, dass die armen Schafe nicht genug Platz haben. Wow! Alter, wie schnell wir jetzt vorboosten. Da gucken wir schon wieder 4000. Ja, hier sind neue Kisten, oder wie? Ja, Platz wurde eng. Hier, 24. Ja, die sind ja auch wieder schön sortiert wieder. Okay. Das ist meine Kiste, Dankeschön. Falls ich wieder Hunger habe, aber Essen sparen möchte und deshalb einfach runterspringe. Okay. Oh Gott, das Schaf und der Esel, die treffen sich. Was machen die denn so? Wir brauchen nämlich, ist ja Quatsch, was ich hier gemacht habe, wir brauchen natürlich Erde, damit die auch ein schönes Gehege haben hier. So, weckt mir den ganzen Zeug und jetzt kommt hier schöne Menge Erde hin. Zack, 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 zack. Jetzt machen wir das Ganze wie folgt größer. So. Genau. Ja, das wird schön groß jetzt. Das passt. Die Türen müssen wir aber auf jeden Fall... Oh Gott, da sind ja auch Hühnchen drin. Das habe ich ja ganz vergessen. Gibt es ja auch noch. So. Ausleuchten das Ganze auch schön, damit hier keine Monster spawnen. Einmal hier. So. Und jetzt... Ja, scharf. Es ist schön, dass du hier auch dich gleich triffst. Dann kannst du auch gleich hier rein. Ha! Habe ich dich auch erwischt. So. Gras hier. Jawohl. Hier ist die Tür. Okay, jetzt haben wir hier komplett Erde. Das heißt, die ganzen Schafe haben auch genug zum Essen, Leute. Schaut euch das an. Hier, da können wir auch noch das Gras ein bisschen ausweiten, damit sich das hier besser verteilen kann. So, genau, perfekt. Ist auch noch vielleicht Beleuchtung? Nee, das passt. Okay, jetzt haben wir hier jede Menge glückliche Schafe, die auch richtig viel Platz haben. Guck. No! Oh Gott, Elina, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, ich hab mich gerettet mit der Elydra. Oh, hi Frieda. Bin bei Frieda gelandet. Das war heftig knapp, Elina. Zum Glück hatte ich die mit. Ich hatte zwar jetzt auch den Unsterblichkeitstoken noch mit, aber so konnte ich mich echt in allerletzter Sekunde befreien. Alter Schwede. Okay, jetzt müssen wir unbedingt das mit den Diamanten, in Smaragden ausprobieren. Ob wir wirklich die Schafe... Ich hab noch 2 Smaragden gesammelt. Ob dann die Schafe das annehmen. Das wär echt krass OP. Lass mich mal hier rein, Schaf. Von mir ist ganz so raus. Hier ist ein freies Land. So, okay. Also, jetzt. Okay, du hier, komm, mein Guter. Nein, das geht nicht.
Geht's mit Diamanten? Wartet, wartet, wartet. So. Nein, man kann die nicht mit Erzen füttern. Schade, das klappt leider nicht. Das wäre ja übel geil gewesen. Aber wir haben trotzdem jede Menge Schafe, die uns den ein oder anderen Erzreichtum hier bescheren. Cobblestone droppen die halt auch. So, kommt, 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 meine guten Schafis. Gebt mir her, was ihr alles hier habt. So, zack, zack. Und du auch. Ein Schwein hat sich auch irgendwie reingeschlichen, wie auch immer der hier reinkam. So, ja, wie viel haben wir jetzt bekommen? Das gibt übelst viel Gold. Ja, zwei sind irgendwie ausgebüxt. Der eine hat Gold. Ja, gut, mal raus. So, okay. Da können wir vielleicht auch noch ein paar Goldblöcke machen und die verkaufen. Es gibt auch nochmal einen nice Cobblestone. Edina, hast du schon einen Weg zu der neuen Insel gebaut? Ja, aber natürlich, Ben. Jawohl, jawohl. Wartet mal, wir hatten doch jede Menge Holzkohle. Die hast du doch gemacht. Ah, hier. Müssen wir ja nicht das Holz verbraten, die Holzkohle. So, okay. Dann zeig mal, wo... Kommen Sie mit. Wo ist die neue Insel? Auf zur Magma-Insel erstmal. Magma-Insel, okay. Das ist unser erster Halt. Ja, wir haben schon wieder 7000 gesammelt. Wo hast du ein Schwert mit? Ich sehe da schon einen Zombie. Nee, eine Spitze. Ach, da ist die Insel. Ich sehe sie. Jo, können wir das Endportal benutzen? Oh, Obsidian können wir hier abbauen. Okay, das bringt uns einfach nicht so viel. Okay. Enderaugen. Eins ist schon drin. Die Enderaugen haben wir aber natürlich nicht. Vielleicht gibt es die... Aber sind die hier versteckt? Gibt's Endermänner, auf jeden Fall. Ich hab hier es sind aber relativ viele Enderaugen schon drin. Ja, wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5. Versteckt sich unter dem Endportal vielleicht irgendeine geheime Secret-Kiste? Es sieht nicht danach aus. Meine Dina ist doch der Kistenexperte. Ich habe doch keine Ahnung, Leute. Aber können wir irgendwas mit Endstein anfangen? Nee, auch nicht, ne? Nee. Okay, leider ist Mission Schaf, hat leider nicht geklappt. Das große Problem ist halt klar, wir können damit super viel Goldblöcke herstellen, aber Goldblöcke geben halt leider nicht so viel. Smaragdblöcke wäre da schon ein bisschen geiler, muss ich ehrlich sagen. Deswegen habe ich mich so darüber gefreut, aber entweder habe ich das falsch gemacht oder das geht nicht. Also hier scheint es echt keine versteckte Kiste zu geben. Was halt logisch wäre, wäre, wenn in diesen Obsidian-Towern eine Kiste wäre, weißt du? Ja, stimmt. Deswegen grabe ich mich hier mal rein, let's go. Dann nehme ich mal das hier. Ich habe noch nicht mal eine Spitzhacke, Ben. Oh, hier ist was. Eine Schalker-Kiste. Ich habe sie. Yeah. Übelst getarnt, aber ich habe sie gefunden. Hey, wieso kann ich die nicht öffnen? Ah, jetzt. Oh, zwei Enderaugen, einen Kabel-Crusher. Oh, ich muss das schnell retten. Wow, Alter, war das knapp. Ich konnte nicht mehr sprinten und wäre fast runtergeflogen. Oh, Mann, ey. Okay, 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 okay. Wir haben auf jeden Fall... Wir haben auf jeden Fall genug Enderperlen. In Kombination mit Enderaugen, um das Portal zu aktivieren. Wir brauchen halt nur irgendwie Blaze Rods, damit wir die craften können. Wie kommt man da hin? Ich wette, die gibt's auf der... Hast du ein Feuerzeug? Wir sind so heftig unterwegs. Da sind vier. Da sind vier. Hier sind vier. Dort sind vier. Da sind zweimal vier. Da sind zweimal vier. Und... Ich weiß gar nicht, ob das alle sind. Yay, die letzte Insel! Also, Leute, es ist glaube ich, die letzte Insel, weil die hier ist ja so eine geheime Secret-Insel. Also ist das, glaube ich, jetzt erstmal die letzte offizielle Insel. Die Bonus-Insel gibt es natürlich dann auch noch, aber siehst du sie? Da müssten ja Blazes sein eigentlich, oder? Eigentlich ja. Wo ist sie denn, die Insel? Hallo? Insel? Insel? Haben wir die Karte noch? Ist sie hier irgendwo? Oh, guck mal ganz nach oben. Ich hab sie. Ah... Okay, da brauche ich die eher nicht, Leute. Kann wieder reingepackt werden. So, okay, Edina. Dann let's go. Warte, wir graben uns am besten oder bauen uns am besten von einem relativ hohen Ort da direkt hoch. Da haben wir es nicht so weit, weißt du? Direkt hier. Hier ist doch eine gute Stelle. Und let's go. Am besten eine Treppe, damit wir hier nicht doppelt und dreifach. So. So. Tada! Hier ist doch direkt eine Kiste, Alter. Eine versteckte. Kiste, Kiste, Kiste. Lapis. Oh! Netherstern. Was ist das denn? Meeresschildkrötenei. Alter. Ben, was ist das hier für ein Block? Das ist so ein neuer Redstone-Block. Das den ist, wenn sich davor. Das ist eine. Gesehen. Ja, wenn sich. Warte mal, wir looten hier erstmal. Alter, XP-Flaschen, Uhr, Kompass. Okay. Na, wir sollen den halt ziemlich sicher drücken, Elina. Drück ruhig mal. Drücken. Was soll's? Ja, drück mal. Ah, da oben ist ein Phantom. Was ist, wenn ich jetzt den Knopf drücke? Ah, ich glaube, die spawnen immer. Ach, das, der Block spawnt ein, so ein Phantom. Oh, Mann, Elina.
Warte, habe ich doch hier genau Phantom. Wir hätten den nicht drücken sollen, den Knopf? Nee, nicht so oft auf jeden Fall. Alter, aber wir haben jetzt echt technische Schwierigkeiten. Leute, wenn ihr sehen wollt, wie wir in der nächsten Episode gegen diese Kreaturen fighten, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.